Guten Morgen, vielen Dank. Ja, ein herzliches guten Morgen und willkommen auch hier aus Oberursel an Sie alle. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Mein Name ist Christina Ulrich und ich werde Sie ein bisschen durch die Präsentation begleiten. Halten wird die Präsentation aber natürlich der Herr Korakwicki und wird uns zeigen, was im Moment am Rentenmarkt los ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Bei uns war es heute Morgen sehr neblig. Ein besonderer Gruß geht an alle, die genauso lange im Stau gestanden haben wie ich heute Morgen. Ja, Stau im Rentenbereich, wie geht es da jetzt weiter? Ist es da auch neblig? Findet man da noch was? Die berühmte Frage, kann man am Rentenmarkt noch Geld verdienen? Das wird uns jetzt der Herr Horacicchi beantworten. Vorneweg noch ein Hinweis. Sie haben, wie der Moderator eben sagte, die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen während der Veranstaltung über die Chatfunktion. Wenn es passt, nehmen wir die Fragen mitten rein und ansonsten werden wir auf jeden Fall am Ende der Veranstaltung alle Fragen abarbeiten und beantworten, sodass da keine Frage offen bleibt. So, Adam, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht am Rentenmarkt. Ja, guten Morgen auch. Ein herzliches guten Morgen von meiner Seite. Vielen Dank, Christina. Die berühmte Frage, die uns in den letzten Wochen um die Ohren gehauen wurde, ist: Kann man am Rentenmarkt noch Geld verdienen? Ich muss sagen, ich bin in diesem aktiven Rentenportfolio-Management bereits seit über 12 Jahren tätig und obwohl die Bundrenditen kurz vor Lehman irgendwo noch bei 4% gehandelt haben, wurde immer wieder von meinen Vorgesetzten die Frage gestellt: Kann man am Rentenmarkt Geld verdienen? Können überhaupt Renditen fallen? Man muss doch eigentlich alles von der Short-Seite spielen. Und ja, mit dieser Thematik wollte ich nur sagen, beschäftige ich mich schon sehr, sehr lange. Und zum auch aktuellen Geschehen kommt diese Frage wieder erneut zum Vorschein. Und ich habe Ihnen einfach mal als Eröffnungschart die Performance unseres globalen flexiblen Rentenfonds, den Stuggable Argos, für den ich zuständig bin, mitgebracht. Und Sie sehen an der roten Linie, an der Wertentwicklung, dass doch da einiges noch an Leben vorhanden ist. Wir hatten eine schwierige Phase gehabt letztes Jahr, aber mit den Anpassungen, die wir im Portfolio vorgenommen haben im Verlauf des Jahres, haben wir auch wieder die Performance in die richtige Richtung drehen können. Und wie wir das gemacht haben, das zeige ich Ihnen dann im Verlauf der Präsentation. Und wo wir noch Chancen am Rentenmarkt sehen oder auch nicht, darauf werde ich auch im Verlauf des Vortrags eingehen. Aber wie Sie hier an diesem ersten Chart sehen, wie die Wertentwicklung des Stuggable Argos, das sind circa 140% seit der Auflage. Natürlich, es war das 2001, die Zinsen waren damals etwas höher gewesen. Aber auch seit den letzten 10 Jahren haben wir noch knapp 50% Gesamtertrag erwirtschaftet. Das sind circa 4 bis 5% durchschnittliche Rendite pro Jahr. Das ist nicht vergleichbar natürlich mit den Aktienmarktreturns, aber wir weisen natürlich mit einer Volatilität von unter 2% viel weniger Schwankungen auf und somit können die Kunden, die dieses Produkt kaufen, auch etwas besser schlafen. Nun, die weitere Frage, auf die ich noch kurz eingehen möchte: Negativzinsen, und ist das ein neues Phänomen, in dem wir uns bewegen, und deswegen wurden uns viele Fragen gestellt: Kann man denn in diesem Negativzinsumfeld Geld verdienen? Und es ist, wie ich hier diesen Chart hier darstellen wollte, kein neues Phänomen. Negative Zinsen begleiten uns seit 2015 immer mal wieder. Selbst die 10-jährigen Bundesanleihenrenditen handelten bereits im Verlauf von 2016 in einem negativen Zinsumbereich. Was natürlich dieses Jahr passiert ist, dass sogar die 30-jährigen Bundesanleihenrenditen ins Negative gefallen sind für eine kurze Zeit. Damit hätte wohl keiner gerechnet, dass der Deutsche Bund sich zu Negativzinsen für 30 Jahre verschulden kann. Und obwohl es der Fall ist, möchte die Bundesregierung sich da auch nicht dem widmen, die Netto-Neuverschuldung zu erhöhen, obwohl es vielleicht dringend notwendig wäre. Um die Frage zu beantworten: Negativzinsen, wie Sie hier sehen, sind kein neues Phänomen und begleiten uns schon seit einigen Jahren. Und die letzten 4, 5 Jahre ist das
natürlich etwas ausgeprägter gewesen war. Das negative Zinsumfeld hat uns begleitet. Und hier noch ein kurzer Chart. Haben denn tatsächlich diese Negativzinsen, die wir ja schon seit einigen Jahren sehen, zu einer negativen Performance geführt? Ein Chart, den ich schon ein paar Mal gezeigt habe bei meinen Vorträgen und Präsentationen. Hier sehen Sie quasi am Beispiel vom Jahr zum Beispiel 2015. Da haben wir das Jahr in einem negativen Durchschnittsverzinsungsbereich, also alle Anleihen im Bereich 1,3 Jahren handelten am Anfang des Jahres 2015 bereits negativ. Trotzdem hatten wir einen positiven Gesamtertrag. Und so ist die Tabelle zu verstehen. Und auch dieses Jahr, zu Beginn dieses Jahres, hatten wir in diesem Laufzeitensegment eine negative Rendite gehabt. Und das war aber nicht nur das einzige Laufzeitsegment. Wir haben auch bei Anleihen zwischen 3 und 7 Jahren bereits im negativen Bereich gehandelt. Und trotz dieser Negativverzinsung konnte dieses Anleihensegment eine positive Performance abwerfen. Und das ist natürlich bedingt durch den starken Renditeverfall, den wir gesehen haben. Fallende Renditen führen zu steigenden Anleihenkursen und entsprechend zu positiven Performancen. Nur im Jahr 2017, das, soweit ich mich entsinnen kann, in den letzten Jahren, das letzte Jahr, wo man in Europa von einer Boomphase in der Wirtschaft gesprochen hat, wo die Zentralbanken eher eine restriktive Geldpolitik gefahren haben, da haben wir in allen Laufzeitensegmenten eine negative Performance gehabt in diesem Jahr. Und aber das ist quasi die Verluste, die hier zu Buche gekommen sind, sind ziemlich überschaubar. Also viele Investoren sagen natürlich, ja, negative Zinsen, damit kann man dann wirklich nur Geld verdienen, und zwar massiv Geld verdienen. Und trotz dessen, dass wir im Jahr 2017 doch in vielen Laufzeitensegmenten einen Renditeanstieg hatten, war der Wertverlust jedoch mit im Durchschnitt 1% relativ überschaubar. Damit wollte ich nur darauf eingehen, dass natürlich kann es Phasen geben, wo die Zinsen steigen, aber dass, wie es in der Presse immer dargestellt wird, das halte ich etwas für übertrieben. Gut, das mal vorab zum Thema, kann man am Rentenmarkt Geld verdienen trotz Negativzinsen? Aus unserer Sicht geht das, und wie wir das gemacht haben und wo wir Chancen noch sehen im positiven Renditebereich, darauf gehe ich jetzt in den weiteren Verlauf ein. Möchte Ihnen aber natürlich als Rentenportfolio-Manager einen kurzen Überblick unserer Weltsicht geben. Makroökonomie, Geldpolitik, Inflation, wo befinden wir uns da aktuell und wie sehen wir natürlich die Lage hier? Einheiten natürlich für die Zinspolitik wird wirklich wichtig, wohin sich die Konjunktur bewegt. Und hier anhand der Frühindikatoren, Einkaufsmanager-Indizes oder PMIs für bestimmte Regionen, USA schwarz abgebildet, Eurozone in blau oder China in rot abgebildet. Sie wissen natürlich, dass wir einen starken Abschwung hatten, bedingt durch vielleicht auch den Auslöser. 2018 hat Donald Trump den Chinesen, aber auch teilweise den Europäern den Handelskrieg erklärt. Und seitdem ist die Wirtschaft im starken Abschwung reingekommen. Die USA konnte sich hier noch eine Zeit lang entziehen, ist aber dann auch etwas eingebrochen. Im aktuellen Umfeld sehen wir eine leichte Stabilisierung, zumindest bei den Frühindikatoren für das verarbeitende Gewerbe. Das ist nicht der einzige Wirtschaftstreiber. Wir haben natürlich den privaten Konsum, der sehr große Rolle spielt, mittlerweile fast eine größere Rolle als das verarbeitete Gewerbe. Nichtsdestotrotz, für viele ist das verarbeitende Gewerbe immer noch sehr wichtig. Und hier sehen wir im aktuellen Stadium eine leichte Stabilisierung, sowohl in USA wie in China. Und in der Eurozone gibt es, naja, das ist schon eine Stabilisierung, das ist schwer zu sagen, aber zumindest geht es dort nicht weiter nach unten. Um das einzuordnen,
haben wir uns mal die Mühe gemacht, in einem typischen Wirtschaftsverlauf mal einzuzeichnen, wo wir uns befinden. Sie kennen vielleicht diese Aufschwünge und Abschwünge aus der volkswirtschaftlichen Lehre. Und hier zum Beginn vom Januar 2019 mal eine Darstellung, wie war der Stand der Dinge, wo befanden sich eigentlich die USA, China und die Eurozone in dem Wirtschaftsverlauf. Da waren die Chinesen am stärksten im Abschwung, währenddessen die USA erst am Abfang oder am Anfang des Abschwungs gestanden haben. Im Verlauf des Jahres rutschten alle Regionen weiter nach unten und im aktuellen Stadium per Stand November 2019, abgeleitet natürlich nur von den Frühindikatoren für das verarbeitende Gewerbe, stellt man ein interessantes Bild fest. Und zwar die Chinesen haben quasi ihren Abschwung fast hinter sich gebracht. Eigentlich kann man schon sagen, da gibt es eine leichte Hoffnung, Schimmer auf einen Abschwung. Die Eurozone ist so in der Bodenbildungsphase, während die USA, naja, noch in diesem gemäß den verarbeiteten Gewerbe eher noch in einer Abschwung- bzw. rezessiven Phase befindet. Von daher das Bild über die Region eher uneinheitlich, aber vieles deutet eher auf eine Stabilisierung hin als auf eine weitere Verschlechterung der Wirtschaft. Gut, was machen dann die Zentralbanken? Natürlich haben Sie es alle mitbekommen, EZB und die Fed haben wieder expansive Geldpolitik eingeleitet. Warum hat das die US-Notenbank gemacht? Sie sehen, in die rote Linie ist der Einkaufsmanagerindex, der ISM, das ist für die USA vielleicht etwas wichtigerer Faktor, und der ist im Verlauf des Jahres unter die 50er-Marke gerutscht, und es gab sehr oft viele Phasen in der Vergangenheit, immer dann, wenn er unter die 50er-Marke gerutscht ist, fühlte sich die US-Notenbank dazu gezwungen, die Zinsen zu senken. Und das haben sie auch im Verlauf des zweiten Halbjahres dreimal bereits schon gemacht. Am aktuellen Rand, die letzte Zinssenkung gegen Ende Oktober, war wahrscheinlich erstmal vorher die letzte Zinssenkung der Fed. Die Geldpolitik bleibt expansiv, aber ganz kurzfristig für die nächsten drei Monate ist wahrscheinlich mit keiner weiteren Zinssenkung mehr zu rechnen. Nichtsdestotrotz Geldpolitik in Summe von restriktiv im Verlauf des letzten Jahres auf expansiv geschwenkt worden. Gut, was passiert auf der Inflationsseite? Und hier habe ich Ihnen mal die eingepreiste Inflation gemäß den Break-Even Inflation Expectations, also Inflationserwartungen für die nächsten 10 Jahre, mal mitgebracht. Rote Linie USA, schwarze Linie Deutschland. Und Sie sehen, Inflation spielt dieses Jahr eher keine Rolle. Also natürlich durch den wirtschaftlichen Abschwung sind auch die Inflationserwartungen stark nach unten gegangen. Aktuell befinden wir uns im Verlauf der letzten 5 Jahre eher unter dem Durchschnitt der Inflationserwartungen, sowohl in den USA wie auch in der Eurozone. Das sind die Durchschnittslinien hier. Und seit der Zinssenkung bzw. seit der EZB-Zinssenkung und wieder QE-Einleitung sind die Inflationserwartungen leicht nach oben gegangen. Aber Sie sehen, wir sind immer noch unter den Durchschnitten der letzten 5 Jahre. Und ich habe Ihnen auch nochmal mitgebracht, wie war es denn eigentlich nach den letzten 5 Jahre zuvor. Wir haben auf dem Chart leider nicht die 5 Jahre voll drauf bekommen, weil die Zeitreihen nicht verfügbar waren. Aber es soll einfach nur darstellen, dass von Dekade zu Dekade die durchschnittliche Inflation und Inflationserwartungen gesunken sind. Und wir sehen auch auf die nächsten 12 Monate Inflation eher nicht als Risiko
für die Märkte und auch als Risiko für die expansive Geldpolitik. Ja, das so viel zu unserem Weltbild. Lassen Sie mal darauf eingehen, was wir daraus gemacht haben und wo wir noch Chancen am Rentenmarkt dieses Jahr sehen. Vielleicht erinnern Sie sich so circa vor gut einem Jahr an unsere Empfehlung oder unsere auch Umpositionierung im Fonds. Wir haben abgeleitet, nicht nur von der konjunkturellen Erwartung, aber auch von den extremen Positionierungsdaten, die ich Ihnen hier mal dargestellt habe. Letztes Jahr im vierten Quartal unsere Position bei US Treasuries stark aufgebaut. Das ist natürlich dem geschuldet oder dem nicht geschuldet, also abgeleitet davon, dass diese Negativpositionierung bei US Treasuries gemessen an den Zinsfutures hier so stark ausgeprägt war wie seit den letzten 10 Jahren nicht mehr. Die Renditen waren hoch gewesen, über 3%. Die Anleihenkurse waren entsprechend niedrig. Und im Verlauf des Jahres kam es zu einer Wende. Wir haben damals schon die Zinserhöhung für 2019 stark in Frage gestellt. Das war davon abgeleitet, dass wir schon gesehen haben, dass sich die US-Konjunktur etwas abschwächt und die hohen Zinsen dem Markt nicht gut getan haben. Und die Fed hat quasi dann auch relativ etwas verspätet, aber doch irgendwann mal verstanden, dass die Zinsen doch zu hoch sind für die damalige Konjunkturabschwächung. Wir haben die Positionen bei US Treasuries stark ausgebaut und haben davon stark profitieren können im Verlauf des Jahres. Aktuell sieht es eher so aus, dass diese starken Short-Positionen zwar stark abgebaut worden sind, aber immer noch vorhanden sind. Aber so mit minus 5% aktuell eher keine ausgeprägte Short-Positionierung mehr da ist. Aber es gibt auch keine ausgeprägte Long-Positionierung, wo man jetzt hier von der Antizyklik hätte die Gegenposition nehmen können. Von daher müssen wir uns natürlich andere Faktoren angucken, wie wir die Welt hier bei US-Staatsanleihen sehen. Und wir betrachten mehrere Faktoren, um unsere Durationsentscheidung mittelfristig generieren oder unsere Durationsmeinung zu generieren. Wir betrachten Wirtschaftszyklus, Inflation, die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer, natürlich Notenbankpolitik und die Technik, gemessen an Momentumeffekten. Und wir waren eine Zeit lang bis zum August, September der Überzeugung, die Zinsen sollten im Verlauf des Jahres fallen. Deswegen hatten wir hier sowohl für USA wie für die Eurozone eine positive Einschätzung gehabt zu Staatsanleihen. Auf Grundlage der veränderten konjunkturellen und inflationären Entwicklungen haben wir aber auch vor einigen Wochen hier unsere Meinung geändert. Aktuell sehen wir für die USA haben wir auch keine ausgeprägte Meinung aktuell. Also das ist eher geschuldet an der Zusammenfassung der Faktoren. Und für die Eurozone gemessen daran, dass sich die Wirtschaft hier scheint zu stabilisieren, aber noch nicht wirklich irgendwie in die Aufschwungsphase reinzurutschen, würde ich sagen, von der konjunkturellen Entwicklung gibt es keinen positiven Impuls für Staatsanleihen. Auch die deflationäre Tendenzen haben sich abgeschwächt. Die Risikobereitschaft ist überwiegend da. Mal ist sie nicht da. Es gibt Phasen, wo sie nicht da ist, aber überwiegend ist die Risikobereitschaft da. Die Aktienmärkte sind ja dieses Jahr über 20% global gestiegen. Notenbankpolitik bleibt expansiv. Das ist ein positiver Faktor für Staatsanleihenrenditen. Und Momentumtechnik hat etwas gedreht, sodass wir sagen würden, wenn wir diese Faktoren zusammenfassen, dass wir für Euro-Staat oder Euro-Renditen eine leichte negative Meinung hätten und für die USA momentan keine ausgeprägte Meinung haben.
Und was machen wir daraus? Wir schauen natürlich hier auf die Zinsdifferenzen zwischen USA und der Eurozone. Das ist ein Chart, den ich schon seit einigen Monaten oder auch immer wieder hervorhebe, weil wir hier eine sehr lange Phase von Underperformance von US-Staatsanleihenrenditen hatten. Wir haben aber auch seit diesem Jahr oder seit gut einem Jahr eine Wende erlebt und wir bewegen uns hier nach und nach, schrumpft der Renditevorteil von den US-Staatsanleihen oder US-Zinskurve und er ist aber immer noch sehr hoch im historischen Vergleich. Wir würden mal erwarten, dass über die nächsten Monate diese Zinsdifferenz weiter nach unten geht und deswegen, wenn wir Staatsanleihen machen, dann halten wir auch weiterhin an unserer US-Treasury-Position fest und immer dann, wenn es halt am Markt so kriselt, dann performen diese Positionen am besten. Und dadurch, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die Zinsen nachhaltig stark steigen sollten, können wir auf dieser Position, halten wir an dieser Position weiterhin fest. Was machen wir noch auf der Staatsanleihenseite, beziehungsweise was haben wir gemacht? Wir sind im Mai diesen Jahres antizyklisch bei italienischen Staatsanleihen eingestiegen. Und das resultierte daraus, dass die Bewertung zu dem Zeitpunkt sehr attraktiv war und auch gerade, sage ich mal, die Presse gegenüber Italien auch ziemlich negativ eingestellt war. Als Antizykliker haben wir das genutzt und sind dort mit unseren Rentenfonds eingestiegen. Die Renditen und auch die Risikoprämie ist stark gesunken. Sie ist so stark gesunken, fast wie auf die Niveaus von Anfang 2018. Das heißt, dort gibt es jetzt keine ausgeprägte Fehlbewertung oder auch eine gewisse Attraktivität bei Italienern. Und deswegen haben wir diese Position nahezu komplett wieder abgebaut, haben Gewinne mitgenommen und warten erstmal auf neue Opportunitäten im Bereich europäische Staatsanleihen. Was haben wir noch gemacht und was, woran glauben wir noch weiterhin, ist hier ein Chart Rendite von, beziehungsweise Risikoprämie, Renditeaufschlag von Investment-Grade-Unternehmensanleihen und die in dieser goldenen Farbe dargelegt und die blaue Farbe spiegelt die Wertentwicklung dieser Anleihen wider. Und Sie sehen natürlich im Verlauf vom vierten Quartal letzten Jahres sind diese Risikoprämien extrem stark angestiegen und wir haben gemäß unserer Analyse das genutzt und sind dort antizyklisch eingestiegen bei Unternehmensanleihen und Sie sehen, dass seit Jahresanfang sind die Rendite oder die Risikoprämien auch dort gesunken, entsprechend sind die Anleihenkurse gestiegen und aktuell eher mal eine Seitwärtsentwicklung im Gesamtertrag von Investment-Grade-Unternehmensanleihen, aber es gibt halt noch keine ausgeprägte Überbewertung. Sie sehen, wir befinden uns in diesem Korridor. Wir messen das anhand von Standardabweichungen und zum Mittelwert und wir haben hier noch keine ausgeprägte Überbewertung festgestellt. Deswegen halten wir auch an diesem Anleihensegment fest, gehen da sehr selektiv vor und bewegen uns überwiegend in den Dreifach-B-Bereich hier, wo auch noch eine Risikoprämie oder auch eine gewisse Prämie auch zu erzielen ist. Was haben wir noch gemacht und woran halten wir noch fest, ist unser Engagement in High-Yield-Anleihen. Auf der linken Seite sehen Sie genau das gleiche. Risikoprämie hier in Schwarz dargelegt, stark angestiegen letztes Jahr. Jetzt seit Jahresanfang sind die Risikoprämien auch doch deutlich zurückgegangen, sind immer wieder volatil. Natürlich, wenn es am Aktienmarkt etwas hagelt, steigen die Risikoaufschläge dort und die Anleihenkurse fallen etwas. Wir versuchen da immer sehr selektiv vorzugehen und haben Ihnen hier auf der rechten Seite mal ein Beispiel dargelegt.
Was wir uns so im Portfolio anschauen, nur als Beispiel, denn es gibt natürlich viel in der Presse Negatives zum Thema High-Yield-Segment, Ramsch-Anleihen werden da hervorge- oder als, auf Neudeutsch Ramsch-Anleihen, als Ramsch-Anleihen wird es bezeichnet. Und es wird immer das High-Yield-Segment mit sehr viel Risiko in Verbindung gebracht. Und ich habe Ihnen hier mal einfach mal die paar Beispiele einmal mitgebracht, die wir uns immer wieder angucken und auch teilweise in, auch im Portfolio halten. Wir befinden uns eher in diesem BB-Segment. Also wir meiden, dass Single B oder Dreifach C-Anleihen kaufen wir überhaupt nicht. Aber wir befinden uns in diesem defensiven High-Yield-Segment. Und da sehen Sie Unternehmen wie eine ThyssenKrupp oder eine Schaeffler oder eine Telekom Italia. Selbst eine Volvo wird gemäß Rating-Einschätzung als High-Yield-Anleihe gesehen. Und das wollte ich Ihnen nur mal mitbringen, um zu zeigen, wo wir uns im High-Yield-Segment tummeln und auch weiterhin Opportunitäten sehen. Denn der Gesamtmarkt, der gesamte High-Yield-Markt ist immer noch nicht überbewertet. Somit kann man hier auch weiterhin eine Rendite erzielen. Als dritte Komponente neben Staats- und Unternehmensanleihen in unseren Fonds finden Sie auch die Komponente der Schwellenländeranleihen. Und wir schauen hier auch, vielleicht etwas mathematisch dargestellt, aber viel auch auf Risikoprämien im Zeitverlauf, um einzuschätzen, wie attraktiv ist der Gesamtmarkt, um hier einfach Exposure aufzubauen, beziehungsweise wenn der Gesamtmarkt eher teuer handelt, wie es auch schon ein paar Mal der Fall war in den vergangenen Jahren, um einfach dieses Exposure auch deutlich zu reduzieren. Und aktuell sehen wir im historischen Vergleich eher mal, sind wir auf dem Mittelwert. Wir sind ja letztes Jahr und auch im Verlauf des Jahres nach der Türkei-Krise auch stärker in dieses Anleihensegment reingegangen. Das sind Anleihen in Euro und in Dollar im mittleren Laufzeitensegment. Und sind auch weiterhin dabei. Was wir stark reduziert haben im Verlauf des zweiten Quartals, vielleicht etwas zu früh, war unser Engagement in Lokalwährungsanleihen. Da waren die Bewertungen auch stark runtergekommen. Anleihenrenditen bei lokalen Anleihen sind auch stark runtergekommen. Wir halten das Segment aktuell für unattraktiv auf Gesamtmarktebene und haben uns da zum Großteil verabschiedet. Das bedeutet nicht, dass wir da nicht wieder reingehen und auch das Anleihensegment wieder stärker spielen, aber da muss einfach die Risikoprämie oder der Aufschlag auch etwas höher sein, damit wir das wieder ins Portfolio aufnehmen. Die Stimmung für Emerging Market Investments stark schwankt, dass hier unser eigens entwickelter Risikoindikator für Emerging Markets Investments, der Aktienmarktmärkte, Credit Default Swaps oder auch Währungsmarktentwicklung misst. Der schwankt zwischen 0 und 1 und unten ist immer der Markt ziemlich spanisch. Das war dieses Jahr auch schon bereits zweimal der Fall, im August und auch im Mai und im August diesen Jahres. Und wir haben das insbesondere jetzt auch im August, das war ja quasi die weitere Erklärung von Donald Trump, den Handelskrieg weiter auszuüben oder weiter voranzutreiben und vielleicht auch die Argentinien-Krise, die ein oder andere Währung mit in Leidenschaft gezogen hat. Da haben wir einfach uns das Währungssegment angeguckt, weil das Anleihensegment halten wir ja, wie Sie ja hier gesehen haben, eher für teuer. Wir haben uns einige Währungen angeschaut, wie die gelitten haben im August. Und wir sind dort im August taktisch in bestimmte Währungen reingegangen, um einfach von der Erholung oder auf eine Erholung des Währungsmarkts zu setzen. Das war ein taktischer Trade für 4 bis 6 Wochen. Und die meisten Währungen haben sich dann innerhalb von kürzester Zeit wieder erholt.
Und da sind wir in Währungen wie mexikanische Peso oder südafrikische Rand mal eingestiegen und sind aber dann auch nach der Erholung auch aus diesem Währungssegment wieder rausgegangen. Wenn wir über Währungen sprechen, dann müssen wir natürlich auch als globaler Investor eine Meinung zum Dollar haben. Der Dollar, da schauen wir nicht nur auf einen Faktor, nicht nur auf Zinsdifferenzen oder auf Positionierungsdaten oder auf Bewertung. Wir fassen mehrere Faktoren zusammen und kommen da zu einem besseren Gesamtbild. Ich glaube, seit einer langen Phase hatten wir geopolitisch einen Belastungsfaktor gehabt für den Euro. Und dieser Faktor war für uns war bis Oktober diesen Jahres eine -1, nämlich der Brexit. Der Hard Brexit, den der Markt stark gespielt hat, hatte eine negative Auswirkung gehabt, zum Teil auf den Euro. Da ist jetzt das Hard Brexit Szenario ist ja jetzt uns vom Tisch genommen worden, somit fällt auch dieser Faktor hier weg als Belastungsfaktor für den Euro. Wenn man alles ein bisschen zusammen summiert, Bewertung, Wachstumsdynamik, Zinsdifferenzen, Technik, dann kommt man für den Euro eher zu einem neutralen Ergebnis mittelfristig und der Dollar weist nur noch eine kleine, leichte Long-Positionierung oder Positionierungsempfehlung aus. Von daher mittelfristig scheint wohl das Beste von der Dollar-Performance dieses Jahr hinter uns zu liegen und eine Technik, die hier mit der 200-Tagen-Linie in Blau dargelegt ist, die verläuft so bei 1,12. Das wären für uns Levels, wo wir uns hinterfragen würden, ob wir unsere Dollarposition von ca. 10% im Fonds hier beibehalten wollen oder auch absichern mittels diesen Termingeschäften. Momentan profitieren wir von dem Renditeaufschlag, den man in den USA bekommt und werden diese Position aber auch stark hinterfragen oder auch teilweise adjustieren, sollten wir auch von der Technik eine Gegenbewegung bekommen. Hier nochmal zwei Beispiele, die ich gerne mal mitschaue, angucke, denn ich, auf der rechten Seite sehen Sie die Zinsdifferenz USA versus Eurozone. Die Zinsdifferenz hat sich seit Jahresbeginn, seit dem Verlauf des letzten Jahres abgebaut, ist aber kein Belastungsfaktor für den Dollar geworden. Im Gegenteil. Und somit wollten wir damit nur zum Ausdruck bringen, dass das nicht der einzige Faktor sein sollte, auf den man schauen sollte, die Zinsdifferenzen, sondern man sollte sich auch andere Sachen angucken, um eine Dollarmeinung zu bilden. Und hier sehen Sie hier die rote Linie, zum Beispiel die Wachstumsdynamiken zwischen der Eurozone und den USA. Das ist abgebildet anhand von den Differenzen zwischen den Einkaufsmanager-Indizes. Und Sie sehen, wenn es nach unten geht hier, bedeutet, dass die Wirtschaft der Eurozone stärker leidet als die Wirtschaft der USA. Und Sie sehen hier die blaue Linie, was hat der Euro-Dollar in dieser Phase gemacht. Der Euro ist schwach gegangen. Von daher, das ist auch ein Faktor, den wir in unserer Einschätzung betrachten. Aktuell muss ich aber sagen, es gibt keine ausgeprägte, wenn ich jetzt nochmal auf den Chart zurückgehen kann, auch keine ausgeprägte, starke Dollarmeinung. Eher eine Seitwärtsentwicklung sehen wir dort und sollten wir da über die 200-Tage-Linie technisch drüber schließen, dann werden wir uns dazu gezwungen oder werden wir dazu verleitet, auch die Position im Fonds mittels diesen Termingeschäften abzusichern. Ja, hier nochmal auf Seite 24 eine Zusammenfassung zum Thema Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Wie sehen wir die Emerging Markets, Währung und Portfoliodurationen? Portfolio-Duration ist vielleicht ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde. Das haben wir ja im Verlauf des Jahres stark nach oben erhöht, weil wir natürlich gesehen haben oder erwartet haben, dass die Zinsen doch stärker fallen sollten, insbesondere in den USA,
dass die dann so stark gefallen sind, das haben wir selbst nicht erwartet. Nichtsdestotrotz konnten wir davon gut profitieren. Allerdings durch die Meinungsänderung, die ich dann auch vorhin bei der Durationseinschätzung erläutert habe, haben wir unsere wir hatten die Duration im Star Capital Argus fast auf 6 Jahre hochgefahren. Das ist mittlerweile auch deutlich zurückgefahren worden auf circa 4 Jahre. Aktuell, wir haben da auch um die EZB-Phase auch mittels diesen Termingeschäften unsere Duration teilweise auf 0 runtergefahren, um einfach von die Kursverluste im Fonds etwas abzumildern. Das ist uns ganz gut gelungen. Und aktuell befinden wir uns halt irgendwie in so einer Seitwärtsentwicklung. Viele Marktteilnehmer sind schon fast bärisch gegenüber dem Staatsanleihensegment eingestellt und sagen, erstmal müssen die Zinsen doch deutlich steigen. Ich würde es etwas in Frage stellen, denn wir werden wahrscheinlich eine konjunkturelle Erholung sehen, aber wir werden nicht so schnell irgendwie in diese Boomphase reinrutschen, wie wir vielleicht 2016, 2017 gesehen haben. Das heißt, damals haben die Chinesen extrem Gas gegeben, sie waren sehr expansiv unterwegs und haben quasi auch Inflation exportiert und somit sind die Zinserwartungen auch gemäß der Inflationseinschätzung stark nach oben gegangen und die Zinsen sind gestiegen. Aktuell würde ich nicht sehen, dass die Chinesen so viel Gas geben, dass die tatsächlich einen inflationären Effekt erzielen würden. Von daher mal gucken, wie die Wirtschaft sich erholt. Eine Stabilisierung, mehr als eine Stabilisierung der doch angeschlagenen europäischen Wirtschaft sehen wir nicht. Und USA, das muss ich alles noch zeigen, wie dort die Lage, die wirtschaftliche Lage verläuft. Von daher bleiben wir eher mit einer Portfolio-Duration von 4, aktuell etwas unter dem Marktdurchschnitt positioniert, aber wir warten halt auf neue Opportunitäten. Hier nochmal unsere Zusammenfassung, Performance- und Portfolio-Daten von unseren Rentenfonds, Argos und Bond Value, Positionierung. Sie haben alles, was ich Ihnen erzählt habe, das findet sich zum Großteil in unseren Fonds wieder. Wir haben Staatsanleihen-Segment knapp mit 20% abgebildet, etwas reduziert natürlich durch den Abbau von den italienischen Staatsanleihen. Wir halten einen großen Anteil an Unternehmensanleihen, aufgeteilt in Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen. Und wir haben ca. 30% Emerging Markets, Schwellenländer-Anleihen, halten eine Kasse oder auch kurze Anleihen bereit, um bei eventuellen Rückschlägen in bestimmten Anleihensegmenten wieder zuschlagen zu können und Exposure aufzubauen. Und das ist unsere Positionierung. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir sind um die 4 Jahre im Fonds aktuell deutlich reduziert im Vergleich von den letzten 2, 3 Monaten. Haben noch eine Dollarposition von 13% im Fonds. Ungesichert und haben hier ein durchschnittliches Rating im Fonds von 3+ bei einer durchschnittlichen Rendite von 1,9% auf Gesamtfondsebene. Hier nochmal ein paar Charts für unsere aktive historische Asset-Allokation. Auch im Rating-Segment finden Sie ein paar Charts, wie sich unsere Rating-Allokation aktuell verschoben hat in den letzten Jahren, auch insbesondere dieses Jahr. Und noch ein paar Performance-Zahlen. Auf die Performance der letzten 5 Jahre hier mal dargestellt. Rot ist der Star Capital Argus. Schwarz ist unsere Morningstar Peer Group. Wir hatten eine längere Phase der Underperformance gehabt. Insbesondere 2017, vielleicht auch im ersten Halbjahr 2018, konnten durch viele Umpositionierungen im Fonds die Performance wieder in die richtige Richtung bewegen, sind aktuell seit einigen Monaten wieder vor unserer Peer Group gelandet und geben uns große Mühe, dies weiter fortzusetzen. Hier nochmal
unsere Performance-Beiträge, wo haben wir in welchen Bereichen dieses Jahr Geld verdient. Das können Sie alles zum Nachlesen. Sie sehen überall unsere Assetklassen, Performance-Beiträge und ja, zum Schluss nochmal der Bond Value. Hier haben wir etwas eine defensivere Positionierung, das spiegelt sich sofort. Hier spiegelt sich das am Rating, Durchschnittsrating des Fonds wieder. Und die Hauptthemen finden sich dort auch wieder. Aktuell sind es aber durch etwas höheren Covered Bond Anteil in dem Fonds das Durchschnittsrating etwas höher. Sollten wir größere Rückschläge am Unternehmensanleihenmarkt oder wo auch immer sehen, haben wir hier ein defensives Portfolio, was antizyklisch wieder mehr Exposure in den kreditlastigen aufbauen kann. Aber aktuell defensiver aufgestellt, der Fonds einfach hier. Ein paar, das gleiche ein paar Performance-Charts und Rating-Allokations im Zeitverlauf für den Bond Value. Ja, damit würde ich sagen, das war's von meiner Seite für Rückblick und Ausblick für den Rentenmarkt. Ich sehe die ein oder andere Frage. Ja. Christina, konntest du da? Danke, Adam, für die Ausführungen. Schön, dass sich was tut, immer noch am Rentenmarkt. Ich verstehe das so, dass wir in einigen Positionen einfach im Moment als Warteposition sind und gucken, was passiert, aber es dürfte sich doch noch einiges tun und es hat sich auch einiges getan dieses Jahr. Also die Renten sind nicht tot. Ja, wir haben zwei Fragen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt noch stellen. Wir gehen mal auf die erste Frage ein und zwar hast du am Anfang gesagt, du siehst auf die nächsten 3 Monate keine weiteren Zinssenkungen. Wie siehst du das denn für das Gesamtjahr 2020? Kannst du da schon einen Ausblick geben? Ja, also ich würde sagen, für die nächsten 3 Monate eher nicht. Es sei denn, es würde sich sehr kurzfristig der Handelskrieg zwischen den USA und China extrem verschärfen. Da sind wir immer noch nicht, da haben wir immer noch keinen Abschluss gesehen, da wird immer noch hin und her verhandelt. Die Verhandlungen sind sehr mühsam und es gibt auch teilweise Stimmen, dass auch sich doch deutlich länger ziehen kann. Wenn das nicht kommt so schnell, dann könnten die Hoffnungsschimmer für eine konjunkturelle Erholung in den USA oder eine Stabilisierung, global auch, China und Eurozone sind ja auch nicht gerade davon unbetroffen, könnte es dazu führen, dass die Konjunktur doch keine große Erholung sieht und dass die Fed sich doch gezwungen sieht, die Zinsen dort weiter zu senken. Aktuell, am aktuellen Rand sieht es nach einer leichten Stabilisierung der Konjunktur aus. Deswegen würde ich sagen, aktuell eher keine Zinssenkung. Aber sollte das Szenario nicht auftreten, dass die Konjunktur tatsächlich eine Bodenbildung findet, dann hat die Fed ja noch deutlich mehr Luft nach unten, um die Zinsen auch vielleicht in einem Extremszenario, wenn es tatsächlich zu einer Rezession in den USA kommen würde, wovon wir nicht ausgehen, aber man weiß ja nicht, das kann man ja alles nicht so ganz einfach prognostizieren, dann hat die Fed natürlich sehr viel Spielraum, um die Zinsen zu senken. Aber aktuell sind sie eher auf ein neutrales Level angekommen, mit 1,5 bis 1,75% für die kurzen Fed-Funds. Die Fed kauft und unterstützt ja für die nächsten noch, glaube ich, 7 Monate kurze Staatsanleihen kurz in den USA, um das kurze Ende stabil zu halten. Daher erst einmal für die nächsten 3 Monate länger würde ich mich fast gar nicht wagen zu sagen, bei dem aktuellen unsicheren Marktumfeld eine Prognose zu wagen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass die Geldpolitik auf jeden Fall expansiv bleibt. Also ich glaube nicht, dass die Fed sich irgendwie im Verlauf nächsten Jahres dazu durchringen könnte oder auch einen Grund dafür hätte, nächstes Jahr mal wieder über Zinserhöhungen anzudecken. Das steht
aus meiner Sicht per Stand heute überhaupt nicht zu Diskussion. Dafür ist die US-Wirtschaft und die globale Wirtschaft einfach zu schwach, um da die expansive Geldpolitik überhaupt in Frage zu stellen. Und wenn was passiert, dann hat die Notenbank natürlich viel Luft, um Zinsen zu senken, insbesondere die USA. Da schließt sich gleich noch eine Frage an, die ziehe ich jetzt mal vor. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung bei einer deutlichen Erholung des PMI in den USA? Eine deutliche Erholung würde sagen, dass wir wieder irgendwo über 55 beim ISM sein müssten und das auch quasi sich in den Wirtschaftszahlen widerspiegeln würde. Von daher bei der deutlichen Erholung für 2020 Zinserhöhung ist aus meiner Sicht erstmal eher null. Für 2021 wäre mit Sicherheit die Fed, wenn sich die Konjunktur tatsächlich, die Konjunkturbelebung durchsetzen sollte, könnte die Fed mal darüber nachdenken, die Zinsen vielleicht anzuheben. Aber dann müssten wir wirtschaftlich in eine Boomphase wieder reinkommen. Und da sind wir noch sehr weit davon entfernt, von einem Boom überhaupt zu träumen. Also das von daher würde ich sagen, Leistungserhöhung für 2020 würde ich überhaupt für sehr gering oder für null wahrscheinlich halten, weil dafür ist einfach die globale Wirtschaft zu schwach, um die Zinsen anzuheben. Gut, letzte Frage, eher philosophische. Wir haben mit den Negativzinsen ja nun die Einführung der Strafzinsen. Ein Zuhörer fragt, ist das nicht gesetzeswidrig und könnte das nicht zur Flucht der Anleger aus Deutschland führen? Wie siehst du das? Die Einführung der Staffelzinsen, ob das gesetzwürdig ist, das kann ich jetzt hier aus dem aktuellen Stand dazu gar nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Flucht der Anleger aus Deutschland bei Negativzinsen. Natürlich gibt es dafür Beispiele aus Japan. Die Japaner kämpfen ja schon seit langen Jahren damit, mit niedrigen oder Negativzinsen. Hat natürlich dazu geführt, dass auch Kapital aus Japan stark abgeflossen ist. Das wäre denkbar, aber bei der, sage ich mal, restriktiven Anlagepolitik der deutschen Privatanleger müsste einiges passieren, damit diese tatsächlich aus Deutschland fliehen würden und irgendwelche anderen Ländern Zinsersatzprodukte kaufen. Aktuell werden ja als Zinsersatzprodukte eher Immobilien gekauft in Deutschland. Und da sieht man ja wahrscheinlich noch kein Ende in Sicht, dass da dieser Trend sich irgendwie zu Ende gehen sollte. Von daher eher Flucht aus Deutschland, eher geringes Risiko, Flucht eher in Flucht oder vielleicht auch mehr Aktienkultur wäre hier in Deutschland oder auch in Europa nötig, um einfach auch mehr von der Sparquote zu machen, anstelle es nur auf irgendwie null Verzinsen oder teilweise negativ verzinsten Konten zu lassen. Ja, die Deutschen sind da leider sehr beratungsresistent, aber wir tun ja was dagegen alle zusammen und wollen mal hoffen, dass wir da auch was bewegen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Wir haben jetzt fast 50 Minuten Vortrag gehabt. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Wie immer werden wir Ihnen im Nachgang die Präsentation zuschicken, den Mitschnitt zuschicken, die Präsentation zuschicken. Und wenn Ihnen noch Fragen auf dem Weg einfallen, schicken Sie uns gerne eine Mail. Wir beantworten die Fragen gerne. Ja, dann darf ich mich verabschieden hier aus Oberursel, Ihnen einen tollen Tag wünschen, bis zum nächsten Webinar und alles Gute. Wiederhören. Auf Wiedersehen auch von meiner Seite. Oder Wiederhören von meiner Seite.